Tingel, wieso siehst du heute eigentlich noch fertiger aus als sonst eh schon? Ja, wir sammeln ja Schritte für Schritte für die S. Oliver Würzburg Movie Challenge für Radio Gong. Aber unser Team liegt so weit hinten dran, wir haben eigentlich nur noch eine Chance, um aufzuholen. Wenn du mich ganz kurz entschuldigst. Okay. Komm jetzt wieder zurück. Kommen wir mal wieder zum Wesentlichen, Tingel. Ja, am Freitag, Spiel gegen Vechta. Und das ist ein Spiel, das wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Erstens mal, weil wir die hinter uns halten müssen. Die sollen absteigen, wir nicht. Zweitens ist es das Spiel gegen unseren Ex-Trainer. Doug Spradley kommt zurück nach Würzburg. Da wird die Mannschaft richtig motiviert sein, aber Doug wahrscheinlich auch. Und noch einen alten Bekannten kennen wir, Devin Searcy. Letzte Saison noch die Basketballschuhe für uns geschnürt. Jetzt ist er ein Vechta und offensichtlich kann er jetzt plötzlich Basketball spielen. Letzte Saison eher nicht so. Warum heißt eigentlich Vechta Rasterfechter-Tingel? Du weißt doch wie immer alles. Ja, tatsächlich. Also das Ganze geht daher, dass 1979 sich ein paar Schüler und Lehrer aus einer Basketballarbeitsgruppe dazu entschlossen haben, einen Basketballverein zu gründen. Und das ist SC Rasterfechter geworden. Bei der Namensfindung lief im Radio tatsächlich von Bob Marley ein Rastersong und dementsprechend heißen die Rasterfechter auch Rasterfechter. Passend zu Bob Marley heißt das Maskottchen übrigens auch Bob. Und die Cheerleader heißen Marlies. 13 an der Stück und sind eindeutig hübscher als das Maskottchen, wenn ich das mal sagen darf. Ansonsten gibt es noch den Ruster Dome, also alles Ruster in Vechta, sogar die Ruster-Fahndung. Nein, der war schlecht. Ja, das stimmt. Der war wirklich richtig schlecht. Hauptsache wir gewinnen. Finde ich auch.